Los geht's. Gut, los geht's. Wie war der Witz? Also, Dracula kommt in eine Kneipe. Ein Radler, bitte. Ja, den verstehe ich nicht. Ja, aber wir sind ja noch gar nicht beim Bier und trotzdem nach langer Leidensphase. Du schon so, als ob du schon das dritte drin hattest, ne? Genau. Nach langer Leidensphase und Krankheitsphase tatsächlich von uns dreien begrüßen wir alle unsere Hörer zur 4. Episode vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital. Und im Studio an den Turntables begrüße ich DJ Mo in Wiesbaden. Rick. Ich habe gerade so auf meiner Schallplatte gescratcht. Ja. Sehr geil. So heißt das doch, oder? Ja. Und MC Markus J. Ja, hallo. In Berlin. Ich grüße euch. Oh, direkt live aus dem Berghain. No, so sieht's aus. Und hallo auch an Hannes. Ja, der Plattenverkäufer aus Lemgo, aus Dänemark, genau. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen. Und bevor wir anfangen, über Fahrräder zu labern, würde ich sagen, Markus, bitte einmal den Jingle ab. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Sehr gut. Und damit nochmal herzlich willkommen zur 4. Episode. Wir waren tatsächlich alle krank und deswegen hat es jetzt sehr lange keinen Podcast gegeben. Und wir geben aber dafür mit sehr, sehr vielen, einem bunten Strauß an Themen. Heute gehen wir in die 4. Runde und fangen wie immer an mit unseren Biersorten. Jungs, wie sieht's aus? Was habt ihr im Glas oder in der Flasche? Ich denke mal, Moritz sollte mal anfangen. Der hat nämlich was ganz Besonderes. Ganz stimmt, ja, Highlight. Ich muss mir gerade noch panisch im Späti um die Ecke ein Bier besorgen. Auswahl, ja, war eher so Medium. Und gekauft habe ich mir ein feines Radeberger Pilsener. Man kennt es vielleicht aus der Werbung oder aus dem Späti um die Ecke. Königlich, sächsische Braukunst. Ja, das mache ich jetzt mal auf. Halt, Achtung. Es hat so einen Alufolienüberzug über dem Kronkorken. Mhm. Oh! Ah! Fliegen ja, jedes Mal die Kronkorken. Oh. Es gibt übrigens wirklich wohl viele Leute, die denken, dass das Gebäude aus der Fernsehwerbung tatsächlich die Brauerei ist. Ja. Was ja auch so ist. Was ja auch so ist. Ist doch, ja, genau. Ja. So, ja, was trinkt ihr so? Ich habe ein Dolden Dark Porter, also ein sehr schwarzes Porterbier vom Riedenburger Brauhaus. Gibt es bei uns hier in so einem Bioladen und das ist sehr lecker. Ich habe schon mal getrunken. Ein 6,9 Volumenprozente. Ich mache es auch mal auf. Das hat nicht ganz so laut gescheppert. Markus, was hast du? Ach ja, ich war hier im Getränke Hoffmann und bin einmal an dem Regal mit Hellem vorbeigegangen und habe mir mal wieder ein helles Vollbier gekauft, und zwar ein Stiftungsbräu, und habe eben mit Erschrecken festgestellt, dass das von der Erdinger Weißbräu Brauerei für Fischers Stiftungsbräu gebraut wird. Also das ist irgendein Lizenzprodukt, keine Ahnung, ob das jetzt besser ist als das Radeberger von Moritz, das werden wir sehen. Ich werde das jetzt mal öffnen. Mit Sicherheit nicht. Oh, jetzt habe ich hier auch noch den falschen Öffner. Ach Mann, ey. Wir müssen das öfter machen mit dem Podcasten. Ich bin komplett außer Übung. Das Hast du einen normalen Korkenzieher da oder was? Ja, ich habe ein Taschenmesser immer in der Tasche. Ach so. Ein Schweizer Taschenmesser, und das nehme ich natürlich auch zum Öffnen der Bierflaschen. Prost. Ja, Prost. Ja. Da wird nicht lange was drin sein in der Flasche. Das läuft gut. Also das bei mir schmeckt Porter. Man direkt die Tradition der Brauerei raus. Ja. Oh, ich würde auch gerne, darf ich ganz kurz vorlesen, was auf der Flasche steht? Das ist fast so schön wie das bei Moritz auf der Flasche. Wenn die Sonne unterging und der Mond sich in der dunklen See spiegelte, beenden die schwer schuftenden Hafenarbeiter im London des 18. Jahrhunderts ihren Tag mit einem Porter.
In Hafenkneipen und Spelunken floss das tiefschwarze Bier in rauen Mengen. Unsere Hommage an diese schwer arbeitende Zunft ist ein vollmundiges Porter. Stärker als sein Vorfahre, dafür samtig weich im Geschmack mit einem Hauch cremigen Kaffees und Schokolade. Und dank der ausgewählten Malze von historischen Emmer und gerösteter Sommergerste herrlich malzig. Perfekt für jeden Podcast-Nachmittag. Ja, cool. Weißt du, was bei mir draufsteht? Prost. Helles Vollbier, Mehrwegflasche. Bei mir steht drauf, dass am 11. Dezember 1905 das Radeberger Pilz abgelaufen von König Friedrich August III. Von Sachsen zum Tafelgetränk seiner Majestät ernannt wurde. Oh. So, und jetzt unterhalten wir uns über das Radfahren. Genau. Und zwar ist das erste Thema der erste Lauf des Cross-Country World Cups in Stellenbosch in Südafrika. Das ging schon mal mit einem ziemlichen Paukenschlag los und war ein perfekter Einstieg eigentlich in die World Cup-Saison. Was meint ihr? Das stimmt. Ja, super, super spannend. Ziemlich früh in diesem Jahr. Ich hatte es ehrlich gesagt vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass Anfang März schon der erste Weltcup ansteht. Aber macht jetzt irgendwie auch Sinn, so kurz vor der Cape Epic das zusammenzufassen und in Südafrika einen Weltcup auszutragen im Cross-Country-Bereich. Und das war sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ein super spannendes Rennen. Hat total Spaß gemacht, das live im Stream anzuschauen. War sehr, sehr cool. Ich wurde auch echt total überrascht von dem Termin. Bei mir war das allerdings vor einem anderen Hintergrund. Thomas meinte dann irgendwie, ach ja, übrigens, nächste Woche ist World Cup und wir brauchen noch das Tippspiel. Und da hatte ich kurz ein bisschen Schweiß auf der Stirn und musste dann irgendwie letzte Woche noch das Cross-Country-Tippspiel fertig machen, was mir aber dann tatsächlich gelungen ist. Und ja, das ist ja auch ganz gut angenommen worden schon wieder. Mhm. Und ja, nicht nur das Tippspiel musste organisiert werden. Also wir... Ein Rad war ja auch ganz gut. Ja, na klar, es gibt ja natürlich auch wieder einen Fahrrad zu gewinnen, ist klar. Nee, wir wissen noch nicht was, aber auf jeden Fall eine stressige Woche vor dem World Cup. Ja, aber wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Was ist denn die Überraschung eigentlich jetzt? Nino Schurter natürlich. Hat Nino Schurter gewonnen? Ja, Nino Schurter hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch in die Schweiz. Aber nein, Nino Schurter hat nicht gewonnen. Der Throninhaber wurde entthront. Genau, Sam Gaze hat gewonnen, Neuseeländer, sehr, sehr schneller junger Mann und das war ein super spannendes Finish mit Nino Schurter und Sam Gaze hat auch bewiesen, dass er Schurter schlagen kann, also dass Schurter generell schlagbar ist, was nicht bedeutet, dass er schlechter geworden ist, sondern dass ich denke, viele andere Fahrer jetzt einfach irgendwie da in diese ganze, in die Absalon-Kulawi-Lücke irgendwie reinpreschen und neben Sam Gaze sollte auf jeden Fall auch Mathieu van der Poel genannt werden. Der Cyclocross-Superstar, kann man sagen, der hat unfassbar viel gewonnen auf dem Cyclocross-Rad in der vergangenen Saison. Lass uns gleich mal über den Mathieu van der Poel reden. Vielleicht noch vorneweg kurz, für die jetzt vielleicht nicht jedes Rennen letztes Jahr im Cross-Country-Weltcup gesehen haben oder die jetzt erst eingeschaltet haben. Nino Schurter hat letztes Jahr einfach jedes Weltcup-Rennen gewonnen und die Weltmeisterschaft gewonnen. Also ja. Alle und Rennen, die für Epic ihn... gewonnen. Ja, also alle Rennen, die für ihn persönlich wichtig waren, hat er gewonnen und hat er absolut dominiert. Also der hat da mit der Konkurrenz gespielt und nach Belieben dominiert. Und dieses Jahr erster Weltcup, der dem Nino Schurter sicherlich wieder wichtig war, wurde er von Sam Gaze geschlagen. Und das ist schon eine spannende Sache, weil eben jetzt jemand bewiesen hat, Nino Schurter ist schlagbar und das sendet ja auch ein Signal an die Konkurrenz. Also wird sicherlich eine wahnsinnig spannende Saison. Denke ich auch. So sah es auf jeden Fall auch aus. Er ist der FC Bayern nur in cool. Oh. Jetzt machst du dir aber gerade Feinde, glaube ich. Hat der Schurter auch immer so 12 Fans aus der Schweiz, die im weißen, weiß gekleidetem Telekom-Tee am Streckenrand stehen? Ja, so ist es. Aber jetzt kommt er, jetzt wird es von hinten, wie gesagt, aufgerollt. Und ich denke, das wird ein sehr spannendes Dreierduell dieses Jahr.
mit Sam Gaze und Van der Poel und Nino Schurter, weil Van der Poel ja auch gesagt hat dieses Jahr, dass er sich sehr auf den Cross-Country World Cup konzentrieren will. Und wenn der da auch nur annähernd so Gas gibt wie beim Cyclocross, dann wird das sehr, sehr spannend alles. Ja, erklär doch mal kurz, was es mit Mathieu van der Poel auf sich hat. Oh, was hat es damit auf sich? Also er fährt jetzt seit wann fährt er für Canyon? Seit ein paar Monaten? Seit Anfang des Jahres. Ja, genau. Was hat es mit ihm auf sich? Also wie gesagt, er ist der absolute Superstar im Cyclocross und hat in der vergangenen Saison oder in der aktuellen Cyclocross-Saison, ich weiß nicht, ob er ganz alles gewonnen hat, aber ich glaube, er hat fast alles gewonnen, 32 Rennen oder irgendwie sowas, wenn ich mich recht erinnere. Und möchte also jetzt im Mountainbike World Cup angreifen. Ist auch noch ein sehr junger Fahrer und einfach wahnsinnig gut. Das ist so, viele sprechen von ihm eigentlich auch und das Attribut trifft auf Nino Schurter eigentlich auch schon immer zu. Er ist ein sehr kompletter Mountainbiker. Also ich glaube, die beiden, die könntest du auch auf einen Downhiller setzen oder auf ein Rennrad, was ja beide und auch gerade Nino Schurter zum Beispiel in der Schweiz auch schon bewiesen haben. Das sind komplette Fahrer einfach. Also egal, was für ein Rad sie fahren, mit ein bisschen Training und ein bisschen Eingewöhnung fahren die halt fast überall ganz vorne mit. Und deswegen wird es, glaube ich, wirklich heftig dieses Jahr. Mhm. Ja, also Van der Poel so als, also im Weltcup, das ist ja wirklich das höchste Niveau. Und da kommt mal eben so ein Cyclocrosser an und fährt in seinem ersten Weltcuprennen als Quereinsteiger von Startposition Pan 40 oder so, ziemlich weit hinten auf einer Strecke, wo es eigentlich im Vorfeld heißt, die Startposition ist total entscheidend, die erste Kurve ist entscheidend, wie weit man da vorne ist, weil man auf der Strecke nicht so wirklich überholen kann, arbeitet sich in der ersten Runde schon an die Top 10 ran und wird am Ende Vierter in seinem ersten Weltcup. Und das ist halt ein Ergebnis für das ganz, 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 ganz viele andere Athleten ihre ganze Karriere arbeiten und letzten Endes nicht erreichen. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, wie weit der Mathieu van der Poel da nach vorne gefahren ist. Und das wird sicherlich extrem spannend, wie sich das im Laufe dieser Saison entwickeln wird. Zwischen ihm, zwischen Nino Schurter und auch Sam Gaze natürlich. Ja. Um da nochmal ganz kurz anzufügen, also was die Straßenleistung von Van der Poel angeht, der ist 2013 Juniorenweltmeister geworden auf der Straße. Also ist auch einfach ein Top-Straßenfahrer. 2017 eine Etappe Belgien-Rundfahrt gewonnen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, sehr kompletter Fahrer. Und der ist 1995 geboren, also noch nicht wirklich alt. Ja. Was ich krass fand beim Rennen war, also die letzte Runde, als eigentlich abzusehen war, Schurter und Sam Gaze, die machen das Ding unter sich aus. Maxime Marot war auf Platz 3, aber ja, mit genug Abstand, dass klar war, er wird nicht mehr so wirklich gefährlich für die beiden da vorne. Und dann so, ich glaube, so 2-3 Kilometer vor Schluss ging es dann Anstieg hoch. Der nicht besonders technisch, aber relativ knackig war. Und da hast du wirklich gesehen, dass Sam Gaze lag in Führung, dicht vor Nino Schurter, und Sam Gaze nimmt komplett das Tempo raus, dreht sich um, schaut dem Schurter tief in die Augen, beide belauern sich sozusagen, bleiben fast stehen und sprinten los. Das war eine sehr, sehr krasse Szene. Und dann ist es ja auch letzten Endes Sam Gaze in Führung geblieben. Schurter hat nochmal angegriffen in der letzten technischen Abfahrt und auf der Zielgeraden ist es dann zum Sprint gekommen. So ein bisschen die Frage, ob Nino Schurter vielleicht doch noch an ihm vorbeigezogen wäre, wenn er nicht kurz vorm Ziel aus dem Pedal ausgeklickt wäre. Wurde auch nach dem Weltcup viel drüber diskutiert. Viele sagen, also auch so hätte Sam Gaze das gewonnen, aber war auf jeden Fall ein packendes Finish. Mhm. War wirklich auch ein bisschen schwer zu sehen. Ich habe es mir eben auch nochmal angeschaut. Die Kameraeinstellung
War halt irgendwie frontal mit einem Teleobjektiv und man kann halt total schwer sagen, wie weit der Shorter da eigentlich hinten war. Er war auf jeden Fall hinten. Mhm. Man könnte jetzt sagen, er war irgendwie mit dem Vorderrad auf der Höhe des Hinterrades. Er könnte aber auch locker noch ein Stück weiter dahinter gewesen sein. Da tue ich mich sehr schwer, das einzuschätzen. Was meinst du, hätte er gewonnen, wenn er nicht ausgeklickt wäre? Oder einfach deine persönliche Einschätzung? Super schwer zu sagen, aber ich würde fast denken, nicht. Aber das ist halt einfach so vom Gefühl, ja, ich kann es eben nicht belegen. Ja, also ich glaube, er hätte gewonnen. Ich glaube, Nino Schurter wäre an ihm vorbeigezogen, ohne dass ich es halbwegs realistisch einschätzen kann. Also ich war nicht vor Ort, ich kenne auch nur die Fernsehbilder. Ich glaube aber, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr knapp geworden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so sehr, wie sich Nino Schurter dann geärgert hat. Also er hat ja auf den Lenker geschlagen und war sichtlich verärgert. Ich glaube, der hat da in dem Moment gemerkt, dass er durch diese Aktion seine Siegchancen verspielt hat. Und ohne den Ausklicker wahrscheinlich, meiner Meinung nach, noch auf Platz 1 gefahren wäre. Hannes, was meinst du? Das ist echt, wie gesagt, ich bin mir da auch nicht 100% sicher. Also schwer zu sehen. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich an die Olympischen Spiele. Da gab es auch, da hat ist beim Schlusssprint des Biathlon-Staffelrennens bei den Männern Arndt Peiffer auf die Zielgerade gekommen und ein anderer hat ihn ganz, ganz kurz vorher behindert und dann waren sie die ganze Zeit nebeneinander dran und auch da war eigentlich ersichtlich, dass er war hinten, er wäre nicht mehr dran gekommen. Also ich denke, da hängt ganz viel von ab, von der Lage der Ziellinie im Endeffekt. Also ganz oft kommt man von hinten irgendwie nochmal mit dem Schub irgendwie an und wenn es 10 Meter noch länger gewesen wäre, dann hätte es irgendwie wahrscheinlich gepasst. Und aber sowas, ja, war schwierig zu sagen. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir können uns ja darauf einigen, wenn er Flat Pedals gefahren wäre, wäre er nicht ausgeklickt und hätte gewonnen. Dann wäre der aber auch überhaupt noch nicht um die Kurve gewesen im Zielsprint. Ja. Was gab es noch zu berichten vom Cross-Country-Weltcup? Damenrennen. War ja nicht nur, ja, Damenrennen auf jeden Fall. Ja, was gab es da zu berichten, Hannes? Da gab es zu berichten, dass es ebenfalls ein spannendes Rennen war, aber das Wichtigste eigentlich ist, dass drei deutsche Fahrerinnen weit vorne waren. In den Top 13, und, genau zu sein. In den Top 13. Und zwar ist Helen Grobert Vierte geworden und Sabine Spitz auf Platz 8 und Elisabeth Brandau halt auf Rang 13. Und Elisabeth Brandau ist, wenn ich mich recht erinnere an den Rennbericht, ist, dass sie von Startplatz 55 gestartet ist und dann auf Platz 13 gefahren ist. Also das ist alles sehr respektabel, was da gerade abgeht, denke ich. Und ja, also wie gesagt, besser hätte eigentlich jetzt ein World Cup-Auftakt nicht wirklich laufen können insgesamt. Also mit viel Spannung. Und ja, Annika Langwart hat übrigens gewonnen, um das Ganze mal auch noch vom Ergebnis abzuschließen bei den Damen. Und Pauline Ferrand-Prévot, oder wie hast du sie genannt, Moritz? Das sage ich jetzt nicht, wobei jetzt klingt es auch doof. Ich habe sie Pauline Ferrero-Pivot genannt, damit ich mir das merken kann, diesen komplizierten Namen. Ja, die ist auf jeden Fall Zweite geworden, hat sich lange Zeit ein spannendes Duell mit Annika Langwart geliefert, musste aber am Ende, konnte sie das Tempo nicht mitgehen und auf Instagram hat sie dann, glaube ich, noch geschrieben, dass sie so ein paar technische Probleme hatte, also war dann war nicht ganz so ein packender Schlusssprint wie bei den Herren, aber auch ein sehr, sehr spannendes Rennen bei den Damen. Ja, und Hannes, wie du es eben schon angesprochen hast, aus deutscher Sicht, Helen Grobert auf Platz 4 hat sich auch, also das Rennen super eingeteilt, ist, glaube ich, in der vorletzten Runde die zweitschnellste Rundenzeit des Damenrennens gefahren und dann kurz vorm Ziel noch an den beiden Frauen vorher vorbeigezogen. Platz 4 für sie ist, glaube ich, ihr bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt. Auf dem Podium beim Saisonauftakt. Also ist echt eine grandiose Leistung. Ja, und insgesamt, wie ihr eben schon gesagt habt, aus deutscher Sicht ist das Damenrennen sehr, 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 sehr gut gelaufen. Absolut.
So, um unser erstes Thema mit dem World Cup abzuschließen. Was gab es noch? Bevor wir das abschließen, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen bei der ganzen Geschichte. Ja. Und zwar bitte. Hatten wir ja auch eine Menge Berichterstattung, was ich ziemlich gut fand. Und was ich fast noch besser fand, ist, wie gesittet die Kommentare sich irgendwie oder wie gesittet die Kommentare abgingen. Darauf wollte ich jetzt auf hinleiten. Ach so, ah, schade, jetzt habe ich dich natürlich denn da komplett aus dem Konzept gebracht, aber wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind. Furchtbar. Ja, muss ich sagen. Tschüss, ich gehe jetzt. Ja, ciao. Ja, tschüsschen. Endlich ist er weg. Oh, Moritz, ja, jetzt können wir. Ja, sag es. Nee, das war wirklich, wirklich großartig. Ich habe mir das heute alles nochmal durchgelesen und es wollte irgendwie keiner so richtig über die Stränge schlagen und ich habe das genossen, ich fand das gut. Die Leute haben da wirklich sich richtig, richtig gut benommen. Das ist, ja, schön. Das ist eigentlich, das muss man wirklich auch mal erwähnen, das ist schon was Besonderes und ich habe mich gefreut, freue mich immer noch. Vor allem schön diskutiert einfach, also wirklich auf einem hohen Niveau im Endeffekt übers Rennen diskutiert, ja, wirklich, ja. Und kein Quatsch geschrieben. Also mich hat mich auch sehr gefreut, ja. Gern mehr davon. Cross-Country-Fans die besseren User, frage ich da. Ja. Ja. Nee, aber ich fand es auch sehr, sehr cool. Es hat so ein bisschen, also war es wahrscheinlich auch, dass sich die Leute einfach gefreut haben, dass jetzt die Rennsaison wieder angefangen hat und dass es eben auch so ein cooles und spannendes Rennen war. Hat man irgendwie gemerkt, dass da so eine gewisse Euphorie geherrscht hat, ohne dass es jetzt irgendwie negativ über die Stränge geschlagen ist. Ja. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und man muss sagen, finde ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es bringt doch ein bisschen Würze direkt von vornherein in den World Cup, wenn, und es tut mir leid für Nino Schurter, weil ich mag Nino Schurter auch sehr gern, super sympathischer Typ, aber es bringt einfach mehr Spannung rein, wenn es so knapp wird und jetzt halt Nino Schurter ausnahmsweise halt mal nicht vorne liegt und man denkt, okay, da könnte jetzt einfach was gehen von der Spannung her. Also wenn am Ende Nino Schurter wieder als World Cup Gesamtsieger hervorgeht, fände ich super, aber es darf, wie gesagt, auch gerne wieder ein bisschen spannender werden, denke ich. Weil das einfach so, ja, der auch dem Entertainment-Faktor oder den Zuschauern, denke ich, ganz gut tut. Ich glaube, das wird auch dem Nino Schurter, ohne ihn jetzt persönlich oder gut, besonders gut zu tun. Kennen, nee, nicht gut tun, aber du hast ja eben den FC Bayern München angesprochen, dein Lieblingsfußballverein. Und selbst da sagen die Spieler, dass ich schlafe in Bayern München Bettwäsche. Oh, jetzt hast du dich gerade widersprochen. Hattest das in einer der letzten Folgen, da war es noch blau-gelb. Ja, das Blau-Gelb. Schalke Dortmund Bettwäsche. Ah ja, stimmt. Der, ja. Der Borussia 04 Dortmund, ne? Ja. ja, nee, aber generell in der Sportart ist es zwar kurzfristig cool, aber langfristig für alle Beteiligten nicht besonders toll, wenn die Disziplin so von einer Mannschaft oder von einer Person dominiert wird. Und idealerweise stachelt es den Nino jetzt auch nochmal ordentlich an. Ja. Und er ist ja jetzt keineswegs schlecht gefahren, sondern hat ausnahmsweise mal ein Rennen verloren im Zielsprint. Und der wird jetzt umso motivierter ins nächste Rennen gehen. Und Sam Gaze genauso und Maxime Marotte genauso und Mathieu van der Poel genauso. Also können wir uns drauf freuen. Mhm. Nächstes Rennen in Albstadt. Das wird, glaube ich, ganz sehenswert. Mhm. Eine letzte Sache haben wir noch zum World Cup. Komm, sprich es an. Es gab ein Foto von Nino Schurters Fahrrad. Und da war eine Besonderheit hinten montiert. Und vorne zwar, auch, habe ich gesehen. Vorne auch. Und zwar haben die Mechaniker, und ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum er nicht gewonnen hat, die haben aus Boshaftigkeit die Kabel abmontiert von seiner Schaltung. Das haben sie doch gemacht, um Gewicht zu sparen, oder? Ja, aber da konnte er gar nicht schalten. Also kein Wunder. Ja, aber oder was ist da los? Moritz, klär uns doch auf. Ja, gute Frage. Haben sie einfach vergessen, das WLAN-Kabel zu verlegen? Nee, also es scheint so, als ob Nino Schurter in Südafrika mit einer elektronischen Schaltung von SRAM an den Start gegangen ist, die es bisher nur im Rennradbereich gibt, und zwar das ETAP-System von SRAM, wo man wirklich komplett auf Kabel verzichtet, sondern einen kleinen Sender vorne am Shifter hat und einen kleinen Empfänger hinten am Schaltwerk und der Rest, der läuft, ja, ist Magie oder
Magneten oder keine Ahnung was. Magie Strom, ist ja. Magie ist es. Ja. Das ist Magu. Ja. Magu. Magie. Magu. Ja, spannende Sache. E-Bikes jetzt im Weltcup. Skandal. Ja, wir werden sehen, was da läuft. Das sah ganz interessant auch aus in der Vorschau, in der Streckenvorschau, wie geschaltet wurde. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Wir haben tatsächlich noch keine Infos zu dieser Schaltung und können selber nur spekulieren, wann und wie das kommen wird. Aber ich denke, es wird kommen. Und ja. Es wird auf jeden Fall kommen und das war ja eigentlich auch nur, oder es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch im Mountainbike-Bereich kommt, weil es einfach ein Markt ist, der bedient werden möchte. Und SRAM wäre echt blöd, wenn sie das nicht machen würden. Und dafür sind sie, glaube ich, zu sehr Geschäftsleute auch, um sich das entgehen zu lassen. Oder um dieses Stück vom Kuchen vielleicht komplett Shimano zu überlassen. Shimano hat ja nur schon die elektronischen Schaltungen, wenn auch mit Kabel. Ja, ich sehe da keinen Grund, warum SRAM das nicht auch irgendwie in den breiten Markt bringen sollte. Mhm. Und sie haben ja jetzt auch die Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, denke ich mal, mit der Road-Schaltung, mit der Red. Ich denke mal, die Erfahrungen lassen sich ganz gut übertragen aufs Mountainbike, der entsprechenden Anpassung. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange sie noch warten, bis sie es der Öffentlichkeit vorstellen, aber ich denke mal, in einem halben Jahr oder so wissen wir mehr. Und dann wissen wir auch, wie teuer das wird. Wer mehr Spekulationen lesen will, wir haben da auch einen Beitrag vor einer Woche gebracht. Da kann man sich das nochmal einlesen und Markus wird das Ganze im, wie heißt dann dieses Paper zum Schluss, was da kommt? Die Dingensnotes, die Podcast-Shownotes. Die Shownotes. Die Shownotes. Wird Markus den Link hinterlegen. Genau. Ja, so viel zum Thema World Cup. Und jetzt würde ich das Wort übergeben an Moritz, denn Moritz war zusammen mit einigen Kollegen von uns im sonnigen Süden testen, während wir hier die Stellung gehalten haben. Und Moritz wird uns ein bisschen mal drüber aufklären, wie denn das Testen bei uns abläuft und wie das Ganze funktioniert, wie geplant wird. Moritz, bitte sehr. Ja, danke sehr, Hannes. Und jetzt werde ich nicht erzählen, wie das Testen abläuft, sondern wie so eine Testwoche abläuft. Meine ich doch. Ja, meinst du doch. Genau, wir hatten schon länger geplant, dass wir der winterlichen Kälte in den Süden entfliehen und eine Testwoche machen, wo wir verschiedene Bikes, die thematisch zusammenpassen, durchtesten und mit mehreren Leuten vor Ort sind, Testfahrer haben, Fotografen haben, Leute, die uns in der hinsichtlich der Logistik unterstützen, vor Ort haben. Und das war jetzt vor anderthalb Wochen. Waren wir eine Woche unterwegs mit 7 Leuten insgesamt und 13 oder 14 Fahrrädern, um die auf Herz und Nieren zu überprüfen, wie es ja so schön heißt. Mit einem breiten Grinsen. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht sind wir mit bis zu 60 km/h aggressiv bergab gefahren auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick. Aggressiv, aber verspielt. Aggressiv, verspielt. das auch. Ja. Mit den Waffen. Den Trail-Waffen. Ja. Wir hatten auf jeden Fall, so viel kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen, wir hatten 7 Enduro-Race-Bikes dabei und dazu noch einige E-Bikes von unseren Kollegen von EMTB News, sind ziemlich spontan nach Barcelona gefahren und geflogen und hatten dann eine Unterkunft in Lloret de Mar. Das ist kein Scherz, wir waren wirklich eine Woche in Lloret de Mar. Nicht nur. Eigentlich war der Plan, dass wir nach Latsch fahren, also in der Nähe von Bozen, was eigentlich logistisch viel angenehmer gewesen wäre, weil es nicht so weit entfernt ist. Aber dann hat die Russenpeitsche zugeschlagen und Temperaturen von
boah, ich glaube, minus 15 Grad, bis zu minus 15 Grad beschert. Mhm. Was klar, es kann im Februar oder März schon mal kalt werden, aber so kalt wie diese Kältewelle, die ja eigentlich ganz Europa erfasst hat, das ist dann doch eher ungewöhnlich. Das haben wir in der Wettervorhersage gesehen, deswegen ziemlich spontan alles umdisponiert, haben donnerstags entschieden, dass wir samstags mit 7 Personen uns in Lorette Mar treffen. Statt doppelt so vielen in Südtirol. Ungefähr. Ja. 5 Leute sind dann hingeflogen. 2 Leute hatten die ehrenvolle Aufgabe, den Sprinter bzw. Ford Transit gefüllt mit Fahrrädern und ganz viel Gepäck von unserem Hauptsitz in Rheinland-Pfalz bis nach Lorette Mar zu fahren. Ja, und dann waren wir eine Woche vor Ort in einem ziemlich coolen Gebiet, und zwar in Santa Coloma. Das ist ungefähr eine Stunde östlich von Barcelona bzw. 20 Minuten nördlich von Lorette Mar, und haben dort Fahrräder getestet und hatten überwiegend Glück mit dem Wetter. Es hat einen Tag lang geschneit, was in der Region ziemlich ungewöhnlich ist. Ansonsten hatten wir viel Glück mit dem Wetter, am Ende 17 Grad und Sonnenschein. Und da haben wir dann diverse E-Bikes getestet und 7 Enduro Race Bikes getestet für einen großen Vergleichstest, der ja jetzt in den nächsten Wochen erscheinen wird. Das klingt erstmal, ja. Wie lang wird im Vorfeld denn sowas geplant? So eine große Testreihe. Ja. Die Idee oder das Vorhaben, sowas in die Tat umzusetzen, bestand eigentlich schon die ganze Zeit, also jetzt in den letzten Monaten definitiv, weil wir damit letztes Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Da waren wir mit noch mehr Leuten in Punta Ala und haben unter anderem 8 Trailbikes getestet, waren einer der größten Tests im letzten Jahr von MTB News. Von daher das Vorhaben, so im Januar, Februar, März mit vielen Leuten wegzufahren und so eine Testreihe durchzuführen, bestand definitiv eigentlich schon seit dem Zeitpunkt. Also konkret mit der Planung angefangen haben wir im Oktober oder November, würde ich sagen. Ja, Ende Oktober, Anfang November. Es klingt erstmal relativ simpel. Man braucht 7 Fahrräder, man braucht ein paar Testfahrer, man braucht jemanden, der Fotos macht. Und dann kann man ja eigentlich schon mit dem Testen loslegen. Und dann, ja, ist die Sache erledigt. So einfach ist es aber leider nicht. Es hängt ein riesiger Rattenschwanz dran, man braucht Fahrräder, man muss den ganzen Kram bestellen, man muss die Firmen davon überzeugen, uns für den Testzeitraum Fahrräder zur Verfügung zu stellen, bis hin zu, wie kommen die Fahrräder dann eigentlich an den Testort oder wie läuft das Ganze vor Ort ab oder wie sehen die Tage vor Ort aus. Also es ist eine für uns immer eine ziemlich große Aktion, ziemlich anstrengend, ziemlich spaßig, weil man halt eine Woche lang Fahrräder fährt und testet, und gerade so dieses Fahrräder direkt auf denselben Trails gegeneinander testen ist sehr, sehr spannend, sehr lehrreich. Aber bedarf auch viel Planung. So ganz konkret angefangen haben wir damit dann im November, Dezember, dass wir festgelegt haben, welche Fahrräder oder in welche Richtung soll der Test überhaupt gehen? Haben dann entschieden, wir wollen gerne Enduro-Bikes testen, die so auch in der Enduro World Series gefahren werden. Dann mussten wir festlegen, welche Räder nehmen wir in den Test mit auf. Das ist eigentlich komplett unsere Entscheidung, wobei wir da natürlich schauen, welche Räder haben wir schon mal getestet, was bietet sich an zu testen, welche Räder sind populär, welche Räder können wir überhaupt bekommen? Weil teilweise ist es gar nicht mal so leicht, die Räder für den Test zu bekommen. Hatten dann eine ganz gute Auswahl, haben die Firmen angeschrieben, alles noch vor Weihnachten. Wie es eigentlich immer bei solchen Testgeschichten ist, kommen dann irgendwelche Räder doch nicht an. In einem Fall hat es zum Beispiel DPD ziemlich vermasselt. Das Rad sollte aus England kommen und hing einfach mal eine Woche bei denen im Versandlager fest und ist dann nicht rechtzeitig angekommen. So wird dann eine Auswahl getroffen, und letzten Endes haben wir dann unmittelbar, bevor wir zu dem Test losfahren, eine Menge Räder bei uns in der Redaktion. Dann müssen die alle vorbereitet werden, sprich komplett aufgebaut und durchgecheckt werden.
Wir müssen schauen, dass die Reifen vernünftig sind, dass alle Räder auf tubeless umgerüstet werden, dass die Federelemente und gerade bei Stahlfederdämpfern die Federhärte passt, dass man im Prinzip auf den Rädern fahren kann und nicht dann vor Ort noch die ganze Zeit damit beschäftigt ist, alles umzubauen und fahrtüchtig zu machen. Dann müssen ein paar Leute mit einem großen Auto alle Räder zum Testort fahren. War jetzt im Fall von Lorette Mar waren das ja mal so 13 Stunden im Auto. Gerade wenn man E-Bikes dabei hat, ist es kompliziert, weil man mit den E-Bikes nicht fliegen darf. Das heißt, es muss jemand mit dem Auto hinfahren. Und dann ist man vor Ort, braucht auch eine Unterkunft, die die Kapazitäten bietet, um da mal so viele Räder aufzubewahren und an den Rädern gut schrauben zu können und so weiter. Und dann kann getestet werden. Und ja, das ist auch eine gar nicht mal so simple Sache, weil man sich, ja, man muss die Trails kennenlernen, man muss die Räder gut fahren können, man muss sie in den Grenzbereich bewegen. Trotzdem muss man sich vor allem darauf konzentrieren, was die Fahrräder machen, wie sich die Fahrräder verhalten, welche Unterschiede zwischen den Fahrrädern bestehen. Es müssen mehrere Tester jedes Modell fahren, man muss die Bikes im direkten Vergleich gegeneinander fahren. Man muss natürlich jedes Rad auf seine persönlichen Vorlieben abstimmen, weil ist ja klar, dass ein Tester, der 60 Kilo wiegt und ein Tester, der 160 Kilo wiegt, dass die ihr Setup nicht genau identisch haben. Dann muss man eventuell nochmal den Vorbau umschrauben oder das ganze Cockpit höher bauen oder mit dem Luftdruck in den Reifen so lange spielen, bis der perfekt passt, also bis man erstmal das volle Potenzial des Bikes entfaltet hat. Und dann müssen natürlich auch die ganzen Testeindrücke irgendwie zu Papier beziehungsweise auf den Computer gebracht werden. Und dann hat man erstmal nur für sich einen Überblick, welches Rad wie gut abschneidet und wo die Stärken und Schwächen und Besonderheiten von jedem Rad liegen. Dann ist ja noch nicht der Artikel, der dann bei uns veröffentlicht wird, gebaut. Was natürlich auch gemacht werden muss, sind ganz viele Fotos, also alle Fahrräder müssen komplett durchfotografiert werden, damit man schöne Produktfotos hat. Wir müssen Actionfotos machen, was auch nochmal relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, wo man sich Zeit für nehmen muss. Es geht nicht nebenbei, während die Testcrew Abfahrten macht, dass der Fotograf dann nebendran im Gebüsch sitzt und immer eine halbe Stunde wartet, bis jemand mal vorbeifährt, sondern dafür muss man sich auch nochmal explizit Zeit nehmen, dass man da ein paar Fotosessions einlegt. Und dann ist man trotzdem noch von externen Faktoren nicht ganz unabhängig. Wir hatten zum Beispiel 1 bis 2 Tage furchtbares Wetter. Da konnten wir eigentlich nicht vernünftig testen, weil es zu kalt war. Einer aus unserem Testteam ist krank geworden. Das kommt dann auch noch dazu. Kann man sich eben nicht aufs Fahrrad setzen. Ja, und so werden diese Wochen, diese Testwochen dann, auch wenn sie erstmal ja gar nicht so wild klingen, aber letzten Endes ist es immer eine ziemlich stressige, ziemlich produktive und gleichzeitig ziemlich spaßige und coole Zeit. Vielen Dank für die erhellenden Worte. Ich denke, das erklärt auf jeden Fall einiges, wie das bei uns so grundsätzlich abläuft. Und wir könnten vielleicht da noch ein Geheimnis klären, wo jedes Mal die Leute nachfragen, wie wir das denn hinkriegen. Und zwar geht es darum, die Fahrräder bleiben, wenn wir die fotografieren, auf unseren Fotos immer auf magische Art und Weise stehen. Ohne dass irgendwo eine Stütze oder ein Stock irgendwo steht. Moritz, wie machen wir das? Darf man das Geheimnis verraten? Ja, ich denke schon. Also wenn ich das zum Beispiel fotografiere, ne, dann stehe ich da mit dem Teleobjektiv ein bisschen weit weg. Und dann steht zum Beispiel jemand wie der Moritz, steht dann am Hinterrad und der Moritz ruft dann 1, 2, 3 und geht dann ganz schnell weg und lässt das Fahrrad los. Dann wird das Foto gemacht und dann schenkt der Moritz und dann scheppert runter, genau. Also ich sag mal, in einem von 20 Versuchen scheppert es tatsächlich wirklich runter. In 19 Versuchen wird Moritz das dann immer wieder auffangen. Aber so wird es tatsächlich immer gemacht bei uns. Und damit wäre dieses Geheimnis auch mal gelüftet, wie das funktioniert. Ja,
Genau, ja. Jetzt hast du es verraten. Jetzt habe ich es verraten. Mist. Ist übrigens lustig, wenn man das nicht mit Mountainbikes macht, sondern mit E-Bikes. Ja. Weil die scheppern nicht in einem von 20 Fällen auf den Boden, sondern in 20 von 20 Fällen. Die sind so schwer, die also du musst ja das Fahrrad irgendwie am Hinterrad festhalten, dann schnell den Arm wegziehen, am besten noch den Körper wegziehen, damit damit man nicht im Bild ist. Und eine Sekunde später muss man es wieder am Hinterrad greifen, während gerade dieses 25 Kilo E-Bike zur Seite kippt. Das geht nie gut. Da brauchst du ein Bizeps wie Popeye und selbst dann könntest du es nicht halten. Also die scheppern eigentlich immer auf den Boden. Doch, liebe Hersteller, das funktioniert immer. Die scheppern nie auf den Boden. Nur um das mal. Wir polstern den Boden immer. Genau, wir polstern den Boden extra. Ja. Ja, und diese Testwoche jetzt in Spanien, die ist abgeschlossen. Wir haben, wie gesagt, 7 Enduro Race Bikes getestet, die alle ziemlich cool waren. War auch ein echt interessantes Testfeld. Also wir hatten, was hatten wir dabei? Wir hatten das Track Slash dabei, wir hatten das Specialized Enduro dabei. Klar, das muss dabei sein bei einem Enduro-Vergleichstest. Wir hatten das Canyon Strive dabei als Klassiker. Wir hatten das neue Radon Jab dabei. Dann noch Bikes von Rocky Mountain und Ibis und ein Lapierre, das letztes Jahr in der Enduro World Series immerhin auf Platz 2 der Gesamtwertung gefahren ist. War super spannend, die Räder zu testen. Alles echt coole Bikes. Die Tests werden jetzt bald online gehen. Da müssen eben noch die ganzen Berichte geschrieben werden. Ich weiß nicht genau, wie viele Tiefen- und Höhenmeter jedes Rad zurückgelegt hat, aber definitiv mehrere tausend. Jedes Rad wurde von mindestens 3 Leuten gefahren, bis zum geht nicht mehr, durchgetestet und optimiert, damit wir auch wirklich in den perfekten Einstellungen gefahren sind. Ich war in der Testwoche als Fotograf und Testfahrer dabei. Ich glaube, ich habe insgesamt mit allen Produktfotos und so weiter sind es dann so, ja, definitiv im vierstelligen Bereich, ich glaube, über 2000 Fotos geworden. Steckt sehr, sehr viel dahinter und ist eine Menge Arbeit, bis letzten Endes dieser Test dann online erscheint. Aber wie gesagt, eine total spannende Sache und auch eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Sache. Und ich freue mich schon auf das nächste Testcamp. Habt ihr denn in dem Zusammenhang, wo ihr dann irgendwie da die ganzen Räder hattet, auch irgendwie anderes Zeug getestet? Irgendwelchen, ich weiß nicht, Bekleidung oder anderen Kleinkram, was man sich ans Bike baut oder so? Oder hat sich das wirklich nur auf die Fahrräder konzentriert? Kleinkram haben wir auch getestet, wobei man bei den Fahrrädern natürlich darauf achten muss, dass die so getestet werden, wie sie eben auch vom Hersteller angeboten werden. Also da wäre es natürlich fies zu sagen, hier jetzt an das total exemplarisch und das Rocky Mountain bauen wir jetzt noch irgendeinen Carbon-Laufradsatz dran, testen wollen. Das meint das nicht. Flaschenhalter oder irgendwie sowas. Genau. Also jetzt bei dem Test oder bei der Gelegenheit haben wir diverse Klamotten mitgehabt. Wir machen einen großen Knieschoner-Vergleichstest, wo jetzt schon mal sehr, sehr viele Testeindrücke gesammelt wurden und viele Fotos entstanden sind, die wir dafür natürlich nutzen können. Die Knieschoner werden wir auch alle noch mal im Labor testen lassen. Also von daher, der Test, der ist jetzt noch nicht abgeschlossen, aber wir haben schon mal eine gute Grundlage. Wir hatten diverse Helme und Brillen dabei. Wir hatten verschiedene Outfits dabei. Also das bietet sich natürlich an, solche Sachen, die man sowieso beim Fahren anhat, dass man die dann noch mittestet und da Eindrücke sammelt, Fotos produziert und so weiter. Ja, ich denke, das so wird unseren Lesern und Zuhörern auch mal so ein bisschen klar, wie viel Arbeit tatsächlich hinter so einem Text steht. Also was dabei rauskommt, das sieht man auch bei den anderen Tests. Man sieht halt irgendwie feine Fotos von Gabeln oder von Bikes und ein paar Action-Fotos. Und wenn man aber diese Gesamtheit tatsächlich nimmt, das heißt, man hat dann irgendwie 6 oder 8 Tests teilweise und man hat wirklich also Fotos von 8 Bikes und Action-Fotos zu jedem Bike und einen sehr, sehr großen Testbericht. Ich denke, dann wird zusammen mit den Ausführungen von Moritz hier relativ klar, wie groß der Aufwand, nicht zuletzt der finanzielle Aufwand, wenn also diese
viele User, die spekulieren ja auch immer, ja, das wird irgendwie eh bezahlt von irgendwelchen Herstellern. Also sowas wird definitiv, ist das immer ein komplett unabhängiger Test. Wir bekommen die Räder dann zu diesem Testzeitpunkt zur Verfügung gestellt und schicken die danach wieder zurück. Und da gibt es keine Hersteller, die irgendwas bezahlen oder sonst was, sondern das ist für uns ein großer Aufwand und auch ein großer finanzieller Aufwand. Und wir wollen euch natürlich einfach einen Mehrwert bieten, im Großen, indem wir halt mit mehreren Leuten testen und wirklich hochwertige Testberichte auch verfassen. Also einfach das nochmal dazu gesagt. Ja, und was da auch noch dazu kommt, gerade diese Vergleichstests, also wenn man jetzt, wie wir in Spanien, 7 Bikes aus derselben Kategorie von denselben Testern zum selben Zeitpunkt auf denselben Trails fahren kann, das ist eine super spannende Sache. Wenn man einen Einzeltest macht, jetzt von irgendeinem Enduro-Rad, hat einen flachen Lenkwinkel, 160 mm Federweg, tiefes Tretlager und du testest das komplett einzeln und isoliert. Natürlich baust du als Tester Erfahrungen auf, dass du beurteilen kannst, was in dem Rad besonders gut ist oder auffällig ist oder vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Aber im direkten Vergleich mit anderen Rädern merkst du nochmal viel, viel mehr, wenn du jetzt auf 7 identischen oder ähnlichen Rädern hintereinander denselben Trail fahren kannst. Erst dann merkst du wirklich die Unterschiede. Zum Beispiel zwischen den Laufradgrößen 27,5 und 29 Zoll. Es ist super lehrreich und die meisten Leute haben eben nicht die Möglichkeit, auf ihren Hometrails eine Abfahrt auf ihrem 27,5 Zoll Rad und direkt die nächste Abfahrt auf ihrem 29 Zoll Rad zu machen. Deswegen sind solche Testwochen, wo wir viele verschiedene Räder aus derselben Kategorie dabei haben, für uns eine extrem spannende Sache, wo man wirklich Unterschiede auf dem Trail erfährt. Ja, sehr schön. Markus schläft schon? Nein, ich habe hier die Pegel im Blick. Ach so, die Pegel. Also die Pegel. Wie ist denn dein Pegel, Markus? Läuft gut rein, das Zeug. Und ja? Ja, haben wir sonst noch irgendwelche Fragen zu so einer Testwoche? Vielleicht ganz kurz zu den Testfahrern. Also ja. Dazu muss man ja sagen, ihr bzw. wir achten schon darauf, dass es jetzt keine Wald- und Wiesenfahrer sind. Also ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt auch, Moritz, oder? Dass wir hochwertige Testfahrer haben, die nicht einfach nur schnell fahren können, sondern was ganz wichtig ist, die auch ausdrücken können und auch erfahren können, wie sich unterschiedliche Federungssysteme, unterschiedliche Bikes und Geometrie fahren. Ja, auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also du kannst nicht einfach jeden x-beliebigen Mountainbiker nehmen und den auf ein Fahrrad setzen und der wird dir dann sofort sagen können, wie das Fahrwerk eingestellt ist oder was besonders gut oder schlecht an dem Rad ist oder wie es im Vergleich zur Konkurrenz ist. Also du brauchst natürlich sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Fahrrad. Du musst Feedback geben können. Du solltest schon ein sehr, sehr gutes Grundtempo haben. Und du musst die Räder, gerade wenn es jetzt so um Enduro-Race-Bikes geht, musst du sie schon annähernd in den Grenzbereich bringen können, weil sich da dann natürlich die größten Unterschiede zeigen. Es heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich irgendeinen extrem schnellen Fahrer, der auf dem Rad gut aussieht, nehmen kann, den auf ein Fahrrad setze und der mir ein extrem detailliertes Feedback liefern kann. Das ist nicht zwangsweise gegeben. Es hilft natürlich, gut fahren zu können und viel Erfahrung zu haben, aber es ist schon ein relativ spezieller Mix, der da vorausgesetzt wird. Und das ist selbst im Weltcup so, also im Downhill-Weltcup, der wird ja auch ganz, ganz stark von zum Beispiel Federungsherstellern genutzt, um sich Feedback über Produkte abzuholen. Und da gibt es manche Fahrer, die können sowas extrem detailliert geben, obwohl sie jetzt vielleicht nicht bei jedem Rennen aufs Podium fahren. Und es gibt andere Fahrer, die Rennen gewinnen, die aber, ja, so ein Feedback vielleicht nicht so detailliert geben können oder doof sind oder, ja, gut Fahrrad fahren können, aber, nee, also so jetzt natürlich auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und nach dem Rennen, was? Ja, alles ja. Gut. War schnell. Ja, also, ja, das ist einfach nicht besonders leicht, da Fahrer zu finden, die gut Fahrrad fahren können, die gut auf dem Fahrrad aussehen für Fotos, ist halt auch eine wichtige Sache, aber die trotzdem sehr detaillierten Feedback liefern können, wie sich das Fahrrad in welcher Situation verhält. Dazu gehört einfach Erfahrung,
auf dem Fahrrad. Dazu gehört Erfahrung, was das Testen anbelangt. Dazu gehört eine Belastbarkeit, weil solche Testwochen einfach extrem anstrengend sind. Du bist von morgens 9 bis abends um 6 Uhr ungefähr jeden Tag auf dem Fahrrad. Hatten zwischendurch noch Fotosessions, wo wir immer hochschieben mussten und jede Passage irgendwie 10-12 Mal fahren mussten. Und abends konnte man auch nicht einfach heimgehen, duschen, ins Bett fallen, sondern dann mussten halt auch die ganzen Testeindrücke noch aufgeschrieben werden. Die Fahrräder mussten für den nächsten Tag vorbereitet werden und so weiter. Es ist schon so eine Woche am Limit. Das kann ich bestätigen, ja. Auch wenn ich diesmal nicht dabei war, in Punta Ala war es ähnlich. Und das ist schon heftig dann, ja. Ja, ich sag's mal so, wir waren eine Woche lang in Lorette Mar und haben keinen einzigen Eimer Sangria getrunken. Also, so viel zu unserer Arbeitsmoral. Ja, weil es zu kalt war. Ihr habt das in der Badewanne gar nicht getrunken. Ja, aber nicht Sangria. Das stimmt. Ja. Ja, also so viel zum Einblick in unsere Testwoche. Und wie gesagt, da werden jetzt relativ bald die Ergebnisse unseres großen Tests auch online gehen und für jedermann nachzulesen sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und vielen Dank, Moritz, dafür, für den Einblick. Bitte. Wir machen weiter. Wir haben nämlich noch ein Thema. Und zwar geht es darum, dass wir die nächsten Wochen oder die nächsten Podcast-Folgen gerne auch mal das Thema Fotografie anschneiden wollen. Wir sind alle drei begeisterte Fotografen. Moritz hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Er hat jetzt bei dem Testcamp alle Fotos gemacht. Ich bin oft auf Events unterwegs, war in Punta Ala letztes Mal als Fotograf dabei und fotografiere sonst ganz viel. Und auch Markus ist Fotograf, macht super viele und schöne Bilder. Und für alle, die jetzt nicht das hochwertigste oder krasseste Fotoequipment dabei haben, beziehungsweise vielleicht ihr Handy dabei haben auf dem Trail, wollten wir einfach mal kurz umreißen, wie man auch mit dem aktuellen Smartphone oder mit der Handykamera halt auch mal ein ansprechendes Foto machen kann, während man auf der Tour fährt. Das kann ja öfter mal sein, ist irgendwie cool auf dem Trail und im normalen Fall oder früher war es eigentlich immer so, dass man im Wald irgendwie, man bringt die Kamera, holt die Kamera vor oder das Handy, man macht ein Foto und jemand springt irgendwie und der Fahrer ist unscharf, der Wald ist wunderschön scharf und das sind so diese Standardbilder, wo man denkt, ja, es bringt irgendwie alles nichts. Und wie man das ein bisschen verbessern kann, das möchte ich euch hier in diesem Telekolleg Fotografie Teil 1 ein bisschen nahe bringen. In so einem kleinen Exkurs. Und zwar ist das Erste, was wirklich immer zu beachten ist, versucht euch so viel Licht wie möglich zu verschaffen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eurem Trail vielleicht nicht unbedingt im Wald zu fotografieren, sondern entweder auf einer Lichtung, wo vielleicht die Bäume irgendwie nicht ganz so dicht stehen, oder auf einem Trailstück, was vielleicht ein bisschen ausgesetzt irgendwie an einem Hang ist oder keine Ahnung, irgendwie in Wiesenrichtung oder so, da ist tendenziell schon mal das Problem minimiert, dass die Kamera einfach viel Licht für das Bild aufbringen muss. Das heißt, man kann eine kürzere Belichtungszeit wählen und eine kürzere Belichtungszeit bedeutet, dass das Foto weniger verschwommen wird, weil die Bewegung einfach besser eingefroren wird dann. Genau, und, also wir fotografieren ja Mountainbiker, die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit durch den Wald bewegen. Es ist kein Stillleben oder so. Es sei denn, dass man in der Luft schwebt. Da muss nur jemand dein Hinterrad festhalten, dann zählst du bis 3. aber wir fotografieren Mountainbiker, die bewegen sich mit einer gewissen Geschwindigkeit durch den Wald. Das heißt, man braucht eine kurze Belichtungszeit, weil man ja diese Bewegung einfrieren möchte. Genau. Und von daher, da kommen wir später gleich noch zu, wie man trotzdem Bewegungen irgendwie oder Fotos cool kriegt, selbst wenn wenig Licht vorhanden ist, auch mit der Handykamera. Aber erstmal ist der zweite Tipp, dass man
sich wirklich ein bisschen bewegen muss. Ganz viele, und das sieht man immer öfter, wenn man andere beim Fotografieren ein bisschen beobachtet, ist, die stellen sich hin, nehmen das Handy hoch und fotografieren wirklich aus der Blick- oder aus der Kopfhöhe. Und diese Fotos, man sieht es den Fotos an, dass es halt eher Schnappschüsse sind. Das heißt, versucht euch irgendwie eine Position zu überlegen, die ein bisschen anders ist, ein bisschen ungewöhnlich ist. Das heißt, hockt euch einfach mal irgendwie in den nächsten Strauch, habt ein bisschen im Vordergrund irgendwas, vielleicht einen Baumstamm oder irgendwelche Büsche oder sonst irgendwas. Kann auch irgendwas Tolles im Wald sein. Können theoretisch auch ein paar Champignons sein, die da irgendwo wachsen oder Steinpilz oder was weiß ich, oder Farne oder Moos. Ja. Nicht so. Kann ja sein. Oder was gibt's noch? Also alles Mögliche, was irgendwie das ganze Bild ein bisschen spannender macht und vielleicht noch eine leicht andere Perspektive einfach reinbringt. Oder man kann wirklich mal komplett in so eine Froschperspektive gehen, also wirklich ganz auf den Boden sich knien oder das Handy in Bodennähe bringen und einfach, dass der Boden in der Unschärfe so ein bisschen verschwimmt. Und der Biker irgendwo ein bisschen weiter hinten ist. Das wäre einfach so ein. Du kannst auch einfach mal, wenn du einen Baum mit einem niedrigen Ast hast, dann kletterst du einfach mal einen Meter oder zwei Meter hoch und machst das mal von oben oder hast zufällig eine große Klamotte im Wald zu liegen, dann kletterst du da mal rauf und fotografierst auch einfach mal von oben. Das ist auch ein schönes Motiv. Funktioniert auch sehr gut, wenn man das zur Verfügung hat. Muss man gucken. Also es gilt. Ist egal, Hauptsache ist es ist anders, egal. Es ist egal, mit welcher Kamera man das macht, ob man das jetzt mit so einer kleinen Digicam aus dem Jahr 95 macht oder mit einem Handy oder mit einer großen Vollformat-Spiegelreflexkamera. Fotos, die einfach aus dem Stand, aus Augenhöhe, so gerade von vorne drauf geschossen sind, sehen in der Regel relativ langweilig aus. Also es sieht halt aus, wie wenn man es sich normal anschauen will. Aber du hast halt in der Fotografie eben die Möglichkeit, die Realität so ein bisschen zu verzerren oder dir die Perspektive auszusuchen. Deswegen seid kreativ, klettert irgendwo drauf oder legt euch auf den Boden oder kniet euch hin. Macht alles, damit ihr nicht diese ganz normale, ich schaue mir jetzt einen Radfahrer von vorne aus meinen Augen an, Perspektive habt. Das gilt übrigens nicht nur für Radfahrer oder Radfahrerinnen als Motiv, sondern das kann man sich einfach mal generell merken, dass ein Foto aus normaler Höhe meistens nicht so gut funktioniert wie ein Foto, was man eben von unten oder von oben macht. Das habe ich bei einer Hochzeit auch gehabt übrigens letztens. Und zwar, ich habe es ja nicht fotografiert, sondern ich war Gast. Und der Fotograf bzw. die Fotografin, waren mehrere, die sind in der Kirche rumgelaufen und haben grundsätzlich aus dieser Blickhöhe fotografiert. Und sich nicht ein einziges Mal hingekniet und das war einfach, hast die Kamera weggerissen. Jetzt lass mich das mal hier. Ja, das war alles irgendwie, man hat gesehen, also das kann nachher nichts Vernünftiges werden. Das ist so krass, ne, wenn man so zuguckt und dann schon genau weiß, dass das klappt so nicht. Mensch, mach das doch mal anders. Ja, man kann sich halt auch schlechter hinstellen, ne, und irgendwie anfangen rumzuschimpfen. Ja, natürlich. Und was mich komplett wirklich als Fotograf auf die Palme gebracht hat, war, die Fotografin hatte den kleinen Signalton, der ertönt, wenn man fokussiert hat, nicht ausgestellt. Das hat bei jedem Foto, und es ging gerade darum, dass die Ringe ausgetauscht wurden und so. Und du hörst nur die ganze Zeit didim, Klick. Oh, feier. Didim, Klick. Und das war. Aber es ist doch professionell. Das ist dann professionell, aber die Leute merken, guck mal, der hat eine Kamera, die besser ist als mein Handy. Ja. Aber das war wirklich, also wie gesagt, es geht halt auch andersrum. Das heißt, super Equipment heißt halt nicht automatisch, dass man das alles beherrscht. Auf der anderen Seite kann man halt wirklich mit schlechterem Equipment, man braucht nicht immer eine super krasse Kamera, um gute Bilder zu machen. Also es kommt wirklich. Wer hat denn das mal gesagt, dass die beste Kamera immer die ist, die man dabei hat? Das ist einfach so eine wahre Aussage. Ja, wenn es halt nur ein Telefon ist, es ist einfach in dem Moment die beste Kamera, die du hast, und die macht die besten Bilder, wenn du keine Alternative hast. Und das sollte man. Ja, was heißt, es ist halt nur ein Telefon, also die Kameras, die heutzutage in Telefonen verbaut sind, die sind besser als das kommt noch die dazu. Meisten Kameras, die du vor 5, 6, 7 Jahren für unter 1.000 Euro kaufen konntest. Das kommt noch dazu, ja. Ja.
Wen das Thema noch mehr interessiert, ich habe vor, ich schätze einem Jahr, irgendwo in der Off-Topic-Galerie ein Thema aufgemacht mit eure besten Handybilder, wo ich genau versucht habe, das so ein bisschen abzubilden. Ich habe da mal den Anfang gemacht, ich habe ein paar Bilder gepostet und da sind super viele drauf eingestiegen und mittlerweile sind sehr, sehr viele Leute, die halt einfach ihre wunderschönen Handybilder posten und da sieht man das wirklich. Einerseits natürlich, dass die Handykameras immer besser geworden sind, auf der anderen Seite, dass es immer auf die Perspektive ganz oft auf die Perspektive ankommt und das, was du fotografierst, wie du es fotografierst, und nicht auf die Kamera an sich, weil da sind wirklich super hochwertige Bilder überall dabei. So sieht's aus. Das Thema findet ihr in den Shownotes verlinkt übrigens. Mhm. Genau, also das noch dazu. Und als allerletzten Tipp zum Thema Handyfotografieren auf dem Trail, wenn ihr wirklich dann wenig Licht habt, das heißt, es geht in die Dämmerung oder ihr seid im Wald und ihr wollt unbedingt aber jetzt noch ein Foto machen von eurem Kumpel oder wie auch immer, oder eurer Kumpeline, dann bleibt eigentlich immer noch die Möglichkeit, einen Mitzieher zu machen. Das heißt, wie wir vorhin gelernt haben, sobald man wenig Licht hat, verlängert sich die Belichtungszeit. Und das bedeutet im Normalfall, der Fahrer, der wird verschwommen, wenn man ein Foto macht und wird unscharf. Und dem kann man entgegenwirken, wenn man die Kamera mitzieht. Das heißt, beim Fotografieren versucht man, das gleiche Tempo hinzukriegen wie der Fahrradfahrer. Und dadurch wird im besten Fall der Hintergrund verschwommen und der Fahrradfahrer bleibt scharf. Und das lässt sich ganz gut machen, wenn man, ich weiß nicht genau, wie es bei Android-Telefonen ist. Beim iPhone ist es einfach so, man kann sehr, sehr schnelle Serienbilder machen, indem man einfach dann die Lautstärke-Taste Plus ist es, gedrückt hält und dann wird von 20 oder 30 Serienbildern hat man immer welche, die irgendwie scharf sind und man kriegt so auch mit dem Handy ganz oft gute Mitzieherbilder hin, die spektakulär aussehen und wo man oder bei denen man trotz schlechten Lichts im Wald noch ein cooles Bild mitzaubern kann. Findet ihr, glaube ich, auch ein paar bei den besten Handybildern, wie das funktioniert und ja, probiert es einfach mal aus. Könnt gerne in den Kommentaren dazu auch Bilder von euch posten, wir würden uns freuen. Das wäre cool. Beim iPhone kurz Anmerkung, das funktioniert mit jeder Auslösetaste, also sei es jetzt die auf dem Bildschirm, damit kann man Serienbilder machen oder mit der Lautstärke Plus und ich glaube, es geht mittlerweile sogar mit der Lautstärke Minus-Taste. Ja. Also, Plus eignet sich halt ganz gut, weil das ist diese Kompaktkamera-Position. Hat die Position, genau. Ja, nehme genau. Ich auch ganz oft die Plus-Taste. Aber es geht auch, ich habe es gerade getestet, geht auch mit der Minus-Taste. Und okay, gut, wenn du den wenn du den Auslöser auf dem Bildschirm drückst, macht der auch Serienbilder. Und zwar bis der Speicher voll ist. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ist auch sehr beeindruckend, was die Telefone heutzutage können. 12 Bilder pro Sekunde oder 15 bestimmt, oder? Ja, 15 nicht, aber es ist eine ganze Menge. Beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Ja, vielleicht können wir auch so in den nächsten Folgen das Thema Fotografie noch ein bisschen mehr aufgreifen und immer mal wieder auf das ein oder andere Thema Toll. Eingehen, weil jeder macht oder viele machen ganz gerne Fotos. Die meisten Leute haben eine Kamera, egal ob jetzt im Smartphone oder eine andere Kamera oder wie auch immer. Und ich glaube, jeder freut sich über ein cooles Foto von sich beim Fahrradfahren. Ja, von daher können wir in Zukunft bei den weiteren Podcast-Episoden den ein oder anderen Tipp zur Mountainbike-Fotografie geben. Genau. Das wäre toll. Gebt da auch gern Feedback, wenn euch das gefällt, wenn ihr das gut findet. Das bestärkt uns natürlich darin. Genau. Wenn ihr Fragen habt dazu oder einfach mal ein bestimmtes Fotografie-Thema behandelt haben möchtet hier, stellt die Frage. Wir kümmern uns. Wir versuchen das zu beantworten. Hannes hat es gesagt, wir haben ja irgendwie alle drei relativ viel Erfahrung, was Fotografie angeht. Und der eine ein bisschen mehr Bike-Fotografie, der andere ein bisschen mehr andere Fotografie. Auf jeden Fall, denke ich mal, bilden wir ein ganz gutes Spektrum ab. Und genau, stellt uns Fragen, wenn ihr welche habt. Wir versuchen, die zu beantworten. Genau. Hannes, Frage an dich. Ja.
Was ist deine aktuellste Neuerwerbung? Meine aktuellste, Mensch, also Moritz, da hast du ein Stichwort direkt. So eine gute Überleitung. Eine wunderbare Überleitung, wirklich die beste Überleitung, die wir bisher hatten tatsächlich. Noch ein Bier auf. Ja. Das ist, jetzt ist ein Sterni dran oder Paderborner. Ja, das gute Adelskrone. Ja, das aus der praktischen PET-Flasche. Ja. Ja, Moritz hat es angesprochen, das ist eine gute Überleitung, weil ich mir tatsächlich nach längerer Zeit mal wieder etwas für meine Kamera gekauft habe, und zwar ein Objektiv, ein Sigma 35mm 1.4 DG HSM Art Objektiv. Das mag für die nicht so fotoaffinen Leute jetzt wie ein Buch mit 7 Siegeln klingen. Um das ganz, ganz kurz zu verdeutlichen, das ist ein Objektiv, was so eher weitwinklig ist, aber sonst ziemlich eine mittlere Brennweite abbildet. Sehr lichtstark, das heißt 1.4, das ist die Blende. Wird damit man, es ist eine sehr, sehr niedrige Blende, was bedeutet, dass das Objektiv sehr lichtstark ist. HSM ist ein Ultraschallmotor und die Art-Serie, das ist so die High-Class-Serie von Sigma, und das ist einfach ein Porträt- bis Allround-Objektiv, mit dem man auch zum Beispiel im Wald bei Dunkelheit oder bei eher dunklerer Umgebung immer noch gute Fotos hinkriegt, weil es halt, wie gesagt, sehr lichtstark ist. Und bin sehr gespannt. Die ersten Fotos damit haben mir super gefallen und ist sicherlich sehr speziell schon, aber macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich finde das gar nicht so speziell. Ja. So 35 ist eigentlich, finde ich, so das Normalobjektiv. Also ja, genau. Man sagt ja immer, ein 50er wäre so das Normalobjektiv, in Anführungsstrichen. Nee, Quatsch. Ich finde, so 35 ist stimmt eigentlich nicht. Das, was es, was so den Blick, den man selbst hat, so ziemlich gut transportiert, irgendwie auf dem Foto. Ja, ja. Und ich meinte, vielleicht, um da auch nochmal kurz an das Thema Feuer anzuknüpfen, 35 mm ist die Brennweite, und je kleiner die Zahl ist, desto, um es ganz einfach auszudrücken, desto weitwinkliger oder desto weiter rausgezoomt ist das Bild. Und ja, wie Markus gerade gesagt hat, man sagt eigentlich immer so, 50 mm entspricht dem menschlichen Blick. Also jetzt nicht total krass rausgezoomt, aber auch nicht total krass reingezoomt. Ich selbst finde, dass eigentlich eher diese 35 mm dem menschlichen Blick entsprechen, hat Markus eben auch gesagt. Von daher ist es gerade so für Journalisten, die keinen Bock haben, irgendwie rumzuzoomen oder so, sind diese 35 mm eigentlich eine super coole Brennweite. Viel zu aufwendig. Du hast keine Lust, mal da rumzudrehen. Warum ich mir das tatsächlich gekauft habe, ist, es ist, was ich mit speziell meinte, es ist insofern speziell, als dass diese 1,4er Blende, man erkauft sich so eine offene Blende immer mit sehr viel Geld. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Ja, viel Glas, ja, und ne? Gewicht. Viel Glas. Ja, viel Glas, viel Gewicht. Genau, es ist halt super schwer, das Ganze. Es ist ein riesen, also wirklich, es ist relativ kompakt, aber trotzdem ein massiver Klotz, das Ding, weil so viel Glas verbaut ist, und das schlägt sich halt auch im Geldbeutel so ein bisschen wieder, und das ist halt so ein bisschen speziell. Es ist kein Objektiv, was man sich mit der Blende jetzt als Einsteiger unbedingt kaufen sollte. Aber für alle fortgeschrittenen Fotografen ist es halt wirklich so ein Objektiv, gerade mit der Brennweite, kann man für alles benutzen. Das ist halt ein sehr allroundiges Objektiv. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde es zum Beispiel auf der Eurobike werde ich benutzen oder auf dem Sea Otter Festival. Weil man dadurch, dass es kein Objektiv ist, mit dem man zoomen kann, wird eine bessere Abbildungsleistung erzielt. Das bedeutet, die Bilder werden knackscharf, und man hat einfach eine sehr, sehr hohe Bildqualität damit verbunden mit einem guten Kamerabody. Also ja, man einer sieht guten das Kamera. Auch, der Kontrast ist halt meistens auch deutlich besser bei den Festbrennweiten. Ja. Genau. Und dass es kein Anfängerobjektiv ist, das sieht man spätestens, wenn man sich den Preis anschaut. Genau. Das schreckt dann wahrscheinlich echt eine Menge Leute ab. Absolut. Ja. Aber da unsere
Da die Hersteller ja unsere Testreihen bezahlen, ist sowas überhaupt kein Problem mehr für uns. Ja, ja. Ganz interessant dazu, ich habe auch einen 35er, allerdings mit einer 1,8er Blende und das kostet halt einen Bruchteil von dem 1,4er. Das ist halt wirklich, das macht sich da echt bemerkbar in dem Bereich, was so eine Blendenstufe da unten ausmacht. Einfach auch von der, Moritz hat es gesagt, die Glasmenge ist halt bei dem 1,8er deutlich geringer, das ist ganz leicht, das ist ganz kompakt und so ein 1,4er, das ist einfach echt eine ganz andere Hausnummer. Wenn man das mal irgendwie gegeneinander in die Hand hält, wundert man sich. Ist ja nur irgendwie in der Nachkommastelle irgendwas anders, aber nee, das ist was ganz anderes. Mhm. Könnt ihr euch erinnern, als ich vor ein paar Folgen gesagt habe, dass bei mir vorm Fenster Pferde langgelaufen sind? Mhm. Wisst ihr, was gerade bei mir vorm Fenster langläuft? Und das kann wieder Pferde. Pferde. Und die kommen natürlich von rechts, haben Vorfahrt und die Leute warten an der Straße. Ist das geil. Alter, hier geht's ab. Okay. Only in Germany. Ja, ja. Only im Berghain. Ja. Prost. So geil. Ja, in der Panoramabar sind heute wieder Pferde. Ja, kommt von rechts. Ja. Moritz, was gibt's bei dir? Ja, weil ich jetzt die letzten Wochen viel unterwegs war, bin ich eigentlich gar nicht dazu gekommen, mir großartig was zu kaufen. Was ich aber mir jetzt gerade eben frisch zugelegt habe, ich habe einen Buchladen, so, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich noch von früher, so Bücher auf Papier, so gedruckt. Also wie Offline-Amazon? Ja, so, ja, genau. Ja, für analoge Websites. Ja, auf jeden Fall habe ich hier einen Buchladen entdeckt, der so Mängelexemplare und so weiter von Büchern hat, mit einer super coolen Auswahl. Und da habe ich doch direkt mal zugeschlagen und mir ein Buch vom Gestaltenverlag gekauft, nämlich The Outsiders, also Untertitel ist New Outdoor Creativity. Bin ich sehr gespannt, hat einen Bruchteil des Originalpreises gekostet. Sowas lese ich mir immer super gerne durch und schaue es mir gerne an. Ebenfalls neu ist im Gestaltenverlag ein Buch namens Hit the Road. Ist auch so ein sehr outdoor-orientiertes Buch, wo Rob Herran auf dem Cover ist, mit seinem VW-Bus, bekannt aus Synchronicles, unserem Video des Jahres, mit einer großen Hintergrundstory über Rob und die Reise, die er damit nach Marokko gemacht hat, zusammen mit Sebastian Dörck. Auch extrem empfehlenswert und sollte man sich unbedingt kaufen. Und ein drittes Buch neu im Bunde ist The World Stage. Ist so ein Jahresrückblick auf die vergangene Enduro World Series. Kann man sich aus England bestellen. Kostet, glaube ich, 15 Pfund und ein paar Pfund oder Euro Versand mit extrem coolen Bildern von Sven Martin, Sebastian Schiek und Boris Beyer mit sehr, sehr vielen Hintergrundberichten, mit Interviews, mit superschönen Bildern, Statistiken, alles Mögliche zur Enduro World Series. Gibt es auch im Downhill-Bereich. Und ja, also jeder, der so ein bisschen die guten alten Zeiten vermisst, wo man sich einmal im Monat die Dirt aus England gekauft hat, der wird dieses Buch lieben. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Also ist eine sehr tolle Sache. Sehr unterstützen bitte. Es sind auch gute Leute, die das machen. Also der James, Grüße an James an dieser Stelle, wenn er uns wahrscheinlich nicht hört, aber trotzdem. Ja. Genau, also ein sehr fähiger Redakteur und Macher von diesem Buch. Ja, Markus, gab es bei dir irgendwas? Ja, ich war ja auch irgendwie krank gewesen und immer wenn ich krank bin, habe ich das gerade gesagt? Entschuldigung. Ja, hast du ich gesagt. Ich mache das nächste Mal ohne Bier hier. Das ist ja wirklich furchtbar. Ich war ja auch krank und wenn ich krank bin, habe ich immer wenig Motivation, mir irgendwelches Zeug zu kaufen, weil ich dann andere Sachen zu tun habe. Und habe jetzt überlegt und mir fiel nichts ein, aber mir fiel dann doch noch was ein. Ich habe mir nämlich doch etwas gekauft. Und zwar hatte ich ja mal erwähnt, dass ich so einen Quadcopter besitze, so eine Drohne, sagt man ja hier. Und da ist eine Tasche dabei gewesen, wo halt die Drohne und die Fernbedienung dazu und zwei Akkus reinpassen, was auch alles total toll ist, die super funktioniert. Die hat nur ein Problem, die ist relativ tief. Das heißt, wenn ich die in den Rucksack packe, passt nicht mehr viel anderes rein.
Und da habe ich überlegt, was kann man da machen, und habe geschaut, was gibt es denn so an alternativen Taschen dafür. Und habe dann bei Amazon mal wieder, wie das so ist, ein Set von Taschen gefunden. Und zwar einmal für die Drohne an sich, einmal für die Fernbedienung, die beide zusammen halt nebeneinander in den Rucksack passen. Und dadurch wird diese ganze Geschichte weniger tief. Und ich kriege jetzt das ganze Set sogar in meinen 6 Liter großen Rucksack rein von Evoque irgendwie. Das heißt in meinen normalen Trail-Rucksack. Und muss jetzt nicht mal irgendwie einen großen Tourenrucksack mitnehmen, wenn ich irgendwie die Drohne mit auf Tour nehmen möchte. Und das finde ich eine super Sache. Und das war nicht mal teuer, hat irgendwie 14 Euro gekostet oder so, die Tasche. Super Ding. Und die ist übrigens auch so aus so einem harten Material. Das heißt, die hat eine eigene Steifigkeit. Wenn man da jetzt irgendwie rauffällt, zermatscht es halt nicht, sondern es hält behält seine Form. Und dadurch, denke ich mal, ist das auch unkritisch jetzt in einem Fall eines Sturzes oder so. Also eigentlich perfekt für einen Bike-Rucksack geeignet. Ist da noch eine dritte Tasche dabei für einen Akku? Nee, aber die Dinger kann man ja so in den Rucksack feuern. Die sind ja so klein. Die kommen irgendwie in die Seitentasche oder wo auch immer. Also die habe ich jetzt nicht gesondert. Ja. Ich denke mal, wenn jetzt irgendwie das Wetter vielleicht ein bisschen schlechter ist und man das Ding trotzdem mitnimmt, dann wirft man die in eine Plastiktüte mit einem hier so einen Zip-Verschluss und dann ist gut. Aber da ist jetzt nichts speziell für die Ersatzbatterien dabei. Ich habe mir nämlich genau dieses Set nur mit dem Akku-Ding auch irgendwann, lass es ein paar Wochen her sein, auch geholt. Irgendwann auch für 10, 15 Euro irgendwie sowas. Weil ich auch das Problem hatte, ich habe mir eine extra Tasche direkt auch mit meinem Quadcopter zusammengeholt. Nicht die Originaltasche, aber eine andere, wo man alles zusammen reinkriegt. Und auch diese Tasche, die ist relativ kompakt, aber es ist trotzdem halt sperrig, wenn die in den Rucksack muss. Und auf zwei Taschen aufgeteilt ist das Ganze wirklich, bestätigen, ja. Ist besser, ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen Wurstelei beim Auspacken, minimal mehr, aber so. Ein Reißverschluss mehr ist es bei mir irgendwie. Ja. Hält sich in Grenzen, finde ich. Dafür, dass ich jetzt irgendwie eben nicht den 18 Liter Rucksack nehmen muss, sondern 6 Liter Rucksack reicht. Super. Auf jeden Fall. Ja, beschwere ich mich nicht. Ja. Und die große Tasche, die originale Tasche, die habe ich natürlich trotzdem weiter im Einsatz, wenn ich jetzt irgendwie spazieren gehe oder so, dann nehme ich natürlich die, dann nehme ich nicht die einzelnen Taschen. Also hat weiterhin seine Daseinsberechtigung, ist irgendwie kein Müll, der entstanden ist. Jo. Gut, also haben wir mal wieder zugeschlagen, würde ich sagen, und machen mit dem nächsten Thema weiter. Das ist das genau. Hassposting des Monats. Und da haben auch zwei User richtig zugeschlagen. Ja, genau. Und Markus? Das Hassposting des Monats. Die Top 3 der schlechtesten, fiesesten, miesesten Postings auf MTB News. Präsentiert MTB News Podcast. Wunderschön. Markus, ich glaube, von dir kam der erste Link. Ja. Magst du es vortragen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil da müsste ich jetzt das ganze Thema vorlesen. Der erste Link, der kam von mir. Da ging es schlussendlich ein ganzes Thema lang. Das ist jetzt gar kein einzelner Post, den ich da vorlesen kann. Es ging das ganze Thema lang. Weiß ich nicht, also was die Leute sich dabei gedacht haben, also Zeug zu schreiben. Hintergrund ist die Jenny Rissfeldt, sie kennt wahrscheinlich auch fast jeder. War mal Olympiasiegerin 2016, sehr erfolgreiche Cross-Country-Fahrerin. Hat bekannt gegeben, dass sie aufgrund von Depressionen mal eine Pause macht, nicht weiter am Renngeschehen teilnehmen kann. Wir hatten darüber kurz berichtet. Die Leute, mir fehlen da echt die Worte, wie die damit umgehen, dass halt irgendwie ein Sportler, eine Sportlerin eine schlimme Krankheit hat, was eine Depression zweifelsohne ist. Wie dann erzählt wird, wenn man mit dem Druck nicht umgehen kann, dann soll man das nicht machen und falschen Beruf gewählt und ja, so sinngemäß ging es irgendwie das ganze Thema durch und es gab halt auch immer mal Leute, die versucht haben, da die Diskussion in ernsthafte Bahnen zu lenken, aber irgendwie hat das nicht funktioniert und das war ein Rumgedisse da, das hat mir echt wehgetan, das zu lesen und das ist auf jeden Fall
mein absoluter Anwärter für das Hassposting der letzten Wochen irgendwie. Ich fand das nicht schön, das zu lesen, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu und möchte damit auch ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, wie du es gesagt hast, eine Brücke zu einem aktuellen Thema schlagen. Nur ganz, ganz kurz. Moritz hat sicherlich auch ein bisschen mehr noch mitgekriegt, weil er noch mehr in dem Sport drin ist. Per Mertesacker hat vor ein paar Tagen ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben, wo er über seine Zeit vor Spielen berichtet, also Per Mertesacker, Weltmeister 2014, einer der besten oder war einer der besten Verteidiger der Welt und der hat darüber geschrieben oder hat sehr freimütig im Spiegel erzählt, dass er unter großem Druck immer stand vor jedem Spiel, immer ziemlich würgen musste teilweise und ihm es überhaupt nicht gut ging und er sogar nach der WM 2006 sehr froh war, nachdem sie ausgeschieden waren, nach dem Spiel gegen Italien, weil er einfach merkte, dass für ihn so der Druck abfiel. Und da gab es auch ganz, ganz krasse Reaktionen drauf. Positiv, also erstmal positiv von ganz vielen, die gesagt haben, krass, dass er es anspricht, gerade wenn man jetzt sich noch an Robert Enke vielleicht zurückerinnert. Mhm. Auf der anderen Seite gab es dann teilweise, RTL.12 hat getitelt, ein Weltmeister von der traurigen Gestalt. Brechreiz und Durchfall, Per Mertesacker jammert über Druck. Das ist unfassbar, echt. Also da fehlt und, mir, das geht gar nicht. Und dass das, die Leute das sich war, rausnehmen, ey. Das, oh, ja. Wirklich, das macht das mich halt wirklich total krass. Wütend irgendwie, wenn ich sowas höre. Mhm. Ja. Die haben auch ein bisschen auf die Mütze bekommen, danach mittlerweile auch den Titel geändert, aber das geht alles so in die gleiche Richtung. Also das so ein bisschen wer sagte das noch? Empathie ist nicht der Name eines französischen Verteidigers, sondern tatsächlich irgendwie eine Sache, die gar nicht so verkehrt ist, irgendwie, wenn man da mal ein bisschen in sich reinhorcht und guckt, was man jetzt teilweise überhaupt schreibt. Wir hatten das in einer der ersten Folgen schon mal angesprochen, mit dem drüber nachdenken und dann posten. Also so in die Richtung, finde ich, geht das auch immer. Ja. Und ja, genauso war es bei der Jenny Riswitzer im Endeffekt jetzt auch. Und ja, ich kann mich auch noch erinnern, als die Gerix jetzt zum Jahreswechsel einen Rückblick auf ihre Saison gebracht haben, Enduro World Series Saison 2017, ihre Highlights und ihre persönlichen Flops und da haben die beiden auf eine extrem offene, sehr, sehr sympathische Art und Weise berichtet, was super gelaufen ist, was furchtbar gelaufen ist. Und da weiß ich auch noch, dass einer der beiden, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es Anita oder Caro war, beim Rennen in Tasmanien oder in Neuseeland hat sich der Ersatzschlauch ins Laufrad gewickelt. Ja. Schlauch ins Laufrad gewickelt, nicht rausbekommen, glaub sogar noch im strömenden Regen und dass er da einfach mit der Situation nicht klargekommen ist. Nicht wusste, was machen soll, mit den Nerven am Ende war. Und es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Weißt du, da fliegst du um die halbe Welt bis nach Australien oder bis nach Neuseeland, quälst dich da bei so einem ultraharten Rennen und dann passiert dir, sorry für die Worte, aber passiert dir so ein Scheiß, für den du nichts kannst. Und dann ist es doch vollkommen nachvollziehbar, egal ob Profisportler oder was auch immer, dass die Situation doof für dich ist. Und wenn man dann auch noch so drüber berichtet, so offen berichtet, das ist eine super Sache. Und wenn man damit so umgeht, dass man im Nachhinein sagt, ja, das war für mich im Nachhinein betrachtet ein Flop, das war eine furchtbare Situation. Und selbst da haben dann manche User geschrieben, ja, sollen sich doch was anderes suchen oder wie kann man denn so doof sein und den Schlauch so befestigen oder ja, dann sind sie nicht für die Sportart gemacht. Also so ein, da geht's mir wie Markus, da fehlen mir die Worte und auch da wieder, wie in einer der ersten Folgen gesagt, auch solche Leute würde ich gerne mal einfach auf dem Trail treffen. Und am besten oder auf so einem richtigen EWS fahren. Ja, genau, auf so einem richtigen EWS-Trail oder auf einer Cross-Country-Weltcup-Strecke irgendwo am anderen Ende der Welt würde ich sehr gerne mal treffen, sehr gerne mal sehen. Wäre total gespannt, wie sowas ablaufen würde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die große Klappe, die man hinter der Tastatur in der Anonymität des Internets hat, dass man die auch im echten Leben hat und wenn doch, dann gute Nacht.
Ja. Ja, das war das Hass-Topic Nummer 1 und genau. Jetzt kommt noch das Hass-Posting. Ja, es geht gar nicht, es geht eigentlich auch scheiße weiter. In dem Fall sind wir so ein bisschen die, mal wieder ein bisschen die Leidtragenden, würde ich fast sagen. Das Posting lautet: Ich verstehe den Sinn einer EMTB-News-Plattform nicht, wenn hier ständig E-Gurken gezeigt werden, obwohl man doch genau weiß, dass ein Großteil der User hier allergisch darauf reagiert. Vor allem, wenn man sich sowieso schon unterstellen lassen, dass man das Bückstück der Koblenzer ist. Ja. Also, tut mir leid, ich bin immer noch lustig. Das ist auch einfach nur lustig. Ja. Also, zum Hintergrund, und damit werden wir einfach auch jetzt ein bisschen lustiger wieder. Es geht darum, dass wir sogenanntes, so ein minimales Cross-Posting betrieben haben. Und zwar haben wir ja eine andere Plattform, nämlich emtbnews.de, absichtlich, weil wir eben die User nicht mit, ja, man kann fast sagen, also mit E-Bikes belästigen wollen, sondern die Leute, die es interessiert, die klicken halt auf emtbnews und nicht mtbnews. Nun ist es aber so gewesen, dass Canyon... Es ist gewesen. Entschuldigung. Es ist meine besondere Genugtuung. Naja, immerhin habe ich nicht wahr gewesen. Es war nicht gewesen. Entschuldige bitte. Das wäre schlimmer gewesen. Gut. Ja, das wäre noch schlimmer gewesen. Das habe ich dir das Konzept gebracht, es tut mir leid. Ja, natürlich. Auf jeden Fall geht es darum, dass Canyon das erste E-Bike überhaupt vorgestellt hat, das erste E-MTB. Und wir es relevant fanden, auch dass MTB-News-User da auf jeden Fall mal kurz zugreifen können drauf, die es vielleicht trotzdem interessiert, die aber jetzt nicht regelmäßig auf EMTB-News klicken. Und wir haben einen kleinen Teaser gebracht auf der Startseite, wo wir das Rad ganz, ganz kurz vorstellen, kaum Infos eigentlich auch verraten und gesagt haben, hier geht's zu EMTB-News, wen es halt interessiert. Und das Ganze wurde natürlich trotzdem, ich sag mal, ganz minimal kommentiert. Also knapp 500 Kommentare sind schon drunter. Darunter kam nun halt unter anderem dieser Kommentar, der bemerkenswerte 18 Gewinner-Likes hat und 13 Likes. Also ich muss auch sagen, dass dieser Kommentar mit Abstand einer der lustigsten war, jetzt, ja, wo das so eskaliert ist. Also da ist ja das mit dem Bückstück der Koblenzer, muss ich auch drüber spunzeln, auch wenn es natürlich total an den Haaren herbeigezogen ist. Aber was da teilweise drin steht, das ist ja nicht mehr feierlich. Nee, das ist so ein, weiß ich nicht, woher das kommt, woher sich das, wie sich das definiert, dieser Hass auf E-Bikes zum einen und dann aber auch diese Ablehnung gegenüber Canyon auch im Allgemeinen. Wir hatten das ja auch nach den User Awards, dass einige Leute, weiß ich nicht, auf den Erfolg von Canyon nicht klarkommen oder ich kann es mir halt einfach nicht erklären, woher diese Ablehnung kommt. Das ist mir komplett unklar. Mhm. Auch wirklich gerade bei Canyon, das ist so polarisierend irgendwie, die Marke. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann mir von euch jemand seine Theorie dazu nennen, warum. Ich weiß nicht, ob man es verstehen kann oder irgendwie rational begründen kann oder was auch immer. Ich denke, weiß ich nicht. Also würde, glaube ich, auch den Rahmen dieses Podcasts oder aller Podcasts total sprengen. Ja, wir können einfach die nächsten Podcasts Powered by Canyon machen und mal gucken. Also dann könnte es wahrscheinlich mehr Klicks bedeuten, weil die Leute sich mehr aufregen im Thema. Ja, aber das kann es ja auch nicht sein. Also das oder vielleicht auch den nächsten Podcast Powered by allen außer Canyon. Nicht, dass wir uns wieder vorwerfen lassen müssen, das Bückstück der Koblenzer zu sein. Ja. Oh, auch einen habe ich noch übrigens. Einer schrieb noch, ich spamme jetzt auch einfach mal das Thermomix-Forum mit meinem Gasgrill voll. Mal sehen, wie die reagieren. Finde ich auch super. Ja, das kann er ja auch gerne machen. Das Ding ist halt auch immer, also was wir auf unserem Forum schreiben, das ist halt auch eigentlich unsere Entscheidung. Und weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt ist, solche Sachen auch überhaupt zu diskutieren mit den Leuten im Forum.
Oder inwieweit, ja, das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen hart, ein bisschen ablehnend, aber inwieweit das überhaupt jemand was angeht, was wir bei uns schreiben. Es ist ja keiner gezwungen, jetzt einen Canyon E-Bike-Artikel bei uns zu lesen, wenn er sieht, naja, interessant, jetzt schreiben die ja auch über E-Bikes, dabei haben die doch EMTB-News. Ja gut, dann scrolle ich halt einfach drüber und lese den nächsten Artikel. Ja. Aber sich dann selbst wenn es dir nicht passt, so groß selbst wenn es dir nicht woher kommt diese Aufregung? Also woher nehmen die Leute die Energie, sich darüber aufzuregen? Das sind so Nichtigkeiten. Und selbst wenn du in den Artikel reinklickst und merkst dann, dass es dir nicht passt. Dann kannst du auch den nächsten Artikel lesen, ne? Du auch den nächsten Artikel lesen, dann musst du halt nicht noch irgendeinen Kommentar schreiben. Es sei denn, aber da haben sie so viel Energie schon ins Klicken reingesteckt, dann müssen die auch noch was schreiben. Ja. Ich fand wir hatten das zum Anfang, ich fand zum Beispiel die Diskussion, wie sie sich entwickelt hat bei den Cross-Country-World-Cup-Berichterstattern, das fand ich einfach toll irgendwie, das ist eben auch das komplette Gegenteil zu den Kommentaren unter zum Beispiel eben diesem E-Bike-Artikel. Cross-Country-Fahrer sind die besseren Menschen. interessant wiederum ist der Mix in der Meldung zum neuen Cross-Country-Fully-Prototypen von Canyon. Da hat man nämlich die Cross-Country-Gutmenschen gegen die bösen Canyon-Zungen. Ich nehme es vorweg, das Duell geht zugunsten der bösen Canyon-Zungen aus. Hm. Natürlich. Um es mit dem Avatar von User Shiba zu sagen, der sich gerade zufällig hier offen hat, das IBC-Forum ist eine virtuelle Kita für verhaltensauffällige Kinder. Ja, manchmal könnte man das denken, ne? Ja. Okay. Okay, haben wir uns genug aufgeregt? Ja, genug aufgeregt. Kommen wir vom Aufregen, von dem Bekloppten zum kein Thema, wenig Regeln. Sollen wir das wirklich noch machen? Oder? Ja, nee, aber wir können es auch auf nächste Woche verschieben. Ja, machen wir nächste Woche. Nächste Woche machen wir auch keinen Podcast. Übernächste Woche. Wie war euer Bier? Zum Bier, genau. Ja. Ich fange an, mein Bier war geil. Ich kenne es nämlich schon. Es ist ein super leckeres Porter. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Riedenburger Brauhaus Dolden Dark gibt es ich habe es aus so einer Biomarktkette namens Dance. Die gibt es, glaube ich, relativ häufig. Und ist auf jeden Fall Bio. Und die Chance ist relativ gut, dass man es zumindest im Bioladen kriegt. Ja, also wie gesagt, sehr empfehlenswert. Finde ich gut. Wer auf Schwarzbier steht, leckeres, süßes, bisschen schokoladiges Schwarzbier ist damit ganz gut. Klebt man dann immer so schön. Mhm. Du sollst es ja trinken, nicht über deinen Körper schütten. Weißt du, was ich hier mache? In der Bierbadewanne im Berghain. Ja. Er ist voll an den Turntables. Wo die Pferde dran vorbeilaufen. Er hat sich gerade ein helles Radeberger Vollbad gemacht. Mein Radeberger war auch sehr gut, um nicht zu sagen königlich und sächsisch. Du würdest also fast sagen, es ist mindestens so gut wie dein Doldenderger Diodier aus dem Dance. wie Oettinger, würdest du das ungefähr? Ist es besser als Oettinger? Moritz? Ja, das Oettinger aus dem Osten, so würde ich es betiteln. Das Oettinger des Ostens. Okay, Markus. Ja. Ja, bleibt drin. Tatsächlich erstaunlich süffig, dabei aber auch sehr unauffällig. Also ich denke mal, mit dem Stiftungsbräu hellen Vollbier macht man nichts falsch, man darf aber eben auch nichts Großartiges erwarten. Einfach ein normales, helles irgendwie. Ist okay. Würde ich glaube ich sogar wieder kaufen. Gut. Ja, gut. So, ich habe einen super Vorschlag an euch, für euch, mit euch. Das Radeberger, das hat sehr gut geschmeckt, aber läuft auch gut durch. Schickt mir noch mehr. Ja, an Radeberger, bitte sponsert mich. Ich habe auch 7 Instagram-Follower. Die Geister, die ich rief. Pass mal auf, nächstes Mal wirst du schimpfen. Ja. Ja. Ihr macht jetzt mal die Verabschiedung und ich verabschiede mich auch kurz für ein paar Minuten, während ihr die Verabschiedung macht. Alles klar. Tschüss, Moritz. Er muss pinkeln. Ciao. Genau. Ja, ciao. Wir verabschieden uns auch, würde ich sagen. Wir sind nämlich jetzt, lass mich gucken, in mein Aufnahmegerät. Wir sind bei ungefähr
eine Stunde 40, was deutlich viel zu lang ist. Ja. Deswegen lass uns das beenden. Ich würde noch eine Bitte gern loswerden an alle Hörerinnen und Hörer. Und zwar, ihr ahnt es, bewertet uns bei iTunes. Das verbessert die Auffindbarkeit unseres Podcasts und sorgt dafür, dass wir weiterhin total motiviert sind, uns hier geplant alle 2 Wochen zusammenzusetzen. Wenn wir krank sind, kann es auch mal ein bisschen länger werden, ihr habt es gemerkt. Aber das Ziel ist natürlich, das regelmäßig zu machen. Und wenn ihr uns bewertet bei iTunes, in der Podcast-App oder wo immer ihr uns bewerten könnt, und sei es bei uns im Thema, in den Kommentaren, macht es, das hilft uns. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Ja, ansonsten haben wir es damit, oder? Wir haben es soweit, auf jeden Fall. Ja, ihr bekommt wieder natürlich was aus unserer Secret Box, was es in der aktuellen Ausgabe in der Secret Box gibt. Das werdet ihr im Thema erfahren und auch den Gewinner oder die Gewinnerin werden wir da verkünden. Genau, aus den Bewertungen seit der letzten Sendung bis heute, ne? So war das. Genau, so war es. Ja, okay. Und ansonsten mache ich noch einen Shoutout. Und zwar, wir haben nämlich mittlerweile schon Stammhörer und Stammhörerinnen. Und zwar gehen Grüße raus an die liebe Katrin und auch an den Oliver, der sich über neue Biervorschläge heute freuen wird. Und an unseren Kollegen Radeberger und an unseren Kollegen und oder Chef Thomas, der vorhin in unserem internen Chat um einen Shoutout gebeten hat. Und den hat er jetzt hiermit bekommen. Und wir würden uns verabschieden. Wie gesagt, bewertet uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, ich grüße auch noch alle, die mich kennen. Genau. Meine Oma. Kennst du das noch früher, also Radio- und Musikwünschsender? Ja, ich grüße alle, die mich kennen. Und alle, die mich kennen. Genau. Da gibt es auch... Ach, ja, egal. Da gab es ein lustiges Hörspiel. Da gab es so eine Grußsendung, wo ein Typ unfassbar lange grüßt. Also wo er eine Liste hat von 10 Minuten im Radio live und die oder? Vorliest. Ja. Also er grüßt und grüßt und grüßt. Und großartig. Ja. Mach ich nächstes Mal auch. Ich suche mir eine Liste zusammen. Ja, genau. Also ich guck mal, es müsste es irgendwo auf YouTube verlinken wir in den Shownotes. Das ist sehr lustig. Ich schreibe es mal auf, dass wir es verlinken. Sonst vergessen wir das, ne? Ja. Gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis in 2 Wochen. Halt. Oh, das war in der allerletzten Sekunde. Wie geil. Boah, ja. 3 Sekunden hättest du noch gehabt. Das war jetzt echt knapp. Ja, ich habe mitgehört, dank meiner Bluetooth-Kopfhörer. Ja, ich möchte gerne noch meine Mama grüßen. Ja, die Mama von Moritz. Auch von mir schöne Grüße an Moritz' Mama. Auf Sächsisch. Nu? Nu? Ja. Wunderbar, schöne Grüße, gehen raus. Ja, okay. Genau. Hätten wir alle gegrüßt. Hammer's. Ey, 1:40 oder so, plus minus. Ja, du ja, je nachdem, was ich rausschneide. Zusammen. Aber das war jetzt schon wieder viel zu viel. Ja, ja. Aber wir haben ja auch lange Pause gehabt, ne? Das stimmt. Also das darf man ja, auch schon mal. Hast du auch recht, ja. Gut. Okay. Dann. Ja, ne? War super. Es war mir nicht einerlei. Ich freue mich auf in 2 Wochen. Was? Es war mir nicht einerlei. So ein. Der hat doch viel zu viel Bier getrunken. Es war nicht ganz scheiße, wolltest du sagen. Ja. Sowas würde ich ja nie sagen. Ja, es war nett. Ich versuche mich dann auch noch ein bisschen gewählter auszudrücken. Mhm. Ja, ihr seid auch total nett, das stimmt. Ja, gut, so. Ich gehe dann mal. Ihr seid wie so ein Bruder für mich. Okay, jetzt ist aber noch hier. Ja, ist ja auch, ist ja auch gut. Ist ja auch gut, ne? Ja. Alles klar. Cool, cool. Wir hören uns in 2 Wochen oder so, ne? Cool, cool.